Seid willkommen und herzlich gegrüßt zu dem Prolog von Odyssey im Auftrag des Königs mit dem Spiel Das Korsarennest. Ja, schauen wir doch gleich mal weiter, was wir noch für Aufgaben zu tun haben. Tabak und Rum. Ich soll für Jerome Stängel Sumpfkraut und eine Budde Rum auftreiben. Ja, das kann ich natürlich bei Haifisch Joe besorgen. Das ist klar, Honig für Tucker. Da müsste ich wieder rüber zur Insel. Also ich muss 5 Honigwaben. Ich habe in meinem Inventar erst nur eine. Und einem Let's Play von mir habe ich auch gesehen, dass ich da an einer vorbeigerasselt bin. Hätte ich also 2. Ah, da labert wieder einer im Hintergrund. Bei Haifisch Joe kann ich das besorgen mit dem Rum. Und wo will der jetzt hin? Da könnte ich jetzt kaufen, und zwar ein Stängel Sumpfkrauten für 30 und eine Buddel Rum auch für 30, also 60. Ich habe aber nur 35 Gold. Ergo, liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich muss rüber, wieder zur Insel, und zwar hier. Die Honigwaben mal gleich alle irgendwie aufsammeln und noch ein bisschen was killen und verkaufen, damit ich überhaupt Jerome zufriedenstellen kann, damit er wieder saufen und rauchen kann. Ist ja nicht so mein Ding, aber in diesen rauen Zeiten, ne, ist klar. Also, rein in die Fluten und rüber geschwommen. So. An Land wären wir. Hier haben wir noch jede Menge zu looten. Und mit meinem Lebensvorrat sieht es nicht so pralle aus. Ich gehe mal ein bisschen vom Wasser weg. Das ist doch ein bisschen laut. Aber nicht zu weit weg, sonst greift mich irgendwelches Getier an. Und zwar habe ich ja in einer Folge ganz viele Bananen an einer Staude. Also danke für diese klasse Animation, beziehungsweise für dieses... für diese Darstellung, für diese realistische Darstellung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Lebensenergie, Bonus 5, eine Banane, reif und schmackhaft, wenn ich ein paar Bananen esse, ob da irgendwie auch was passiert, weil bei Kokosfleisch bekommen wir Stärke. Ja, du fühlst dich erfrischt, das könnte eine Vorwarnung für was sein. Jetzt haben wir 10 Stück gegessen. Mein Gott, mit Schale. Uah. Mag ich ja nicht. Schmeckt saftig und frisch, okay. Gut, dann mache ich das bis hierhin. Und guck weiter. Und das wird, Wetter wird wieder schlechter hier. Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Kennt das einer noch von euch? Altes Kinderlied. Naja, ich bin ja älteren Semesters, da haben wir sowas in der Schule gesungen. Oh, da hinten ist schon wieder ein Alligator-Blagger oder sogar 2 gleich. Dann gucken wir mal, weil ich ja auf leicht eingestellt habe. Und auch wieder vielen Dank an den Mod-Ersteller, den Alain, der mir geschrieben hat. Ja, wenn man auf leicht spielt, dann hat man am Anfang gleich ein bisschen mehr Waffen, also die Waffe im Inventar, ein bisschen mehr Krams. Und die Lederbeutel sollten auch in dem Level, in dieser Level-Einstellung auch gespawnt worden sein. Er hat es auf schwierig gespielt oder auf schwer und da waren die Lederbeutel wohl nicht dabei. Okay, dann werden wir erstmal so einen lustigen... Eins hier mal. Mann. Ich wollte ihn eigentlich hier schön abmetzeln. Aber mit so einer Keule ist das bescheuert, finde ich. Ich stecke hier auch was ein hier. Das ging doch vorhin so viel besser. So, was kann ich da holen? Nichts kann ich holen. Das heißt also, wenn ich die Alligatoren sozusagen kille, dann verliere ich nur Lebensenergie, aber kann keinen Profit rausschlagen, wenn ich dann irgendwelche Geschichten von denen herausziehen sollte. Das finde ich doof. Mist. So, mal gucken. Jetzt werde ich mal alle Bananen aufessen. Bei 27 Bananen, vielleicht gibt es doch einen Bonus. Vielleicht Mana. Nee. Doch, Stärke plus 1. Na, suppiduppi.
Da fällt mir auch noch ein, dass wir ja noch Scavenger-Fleisch, ne, für die Crew haben müssen. Also nicht nur Scavenger-Fleisch. Das sind dann 8 Fleischkeulen und wie wir sehen, haben wir erst 4. Ja. Also, dann werde ich mal versuchen, erstmal Scavenger und Mole Rats zu finden. Hier auf dem Rest der Landzunge der Insel. Hier ist doch was, ne? Ne, ist nix. Aber bei diesem Regen sieht man nicht viel, das ist logisch. Denn da kann man nämlich auch noch ein bisschen was... Ach ja, hier ist dieser Stone Puma drin. Auch klasse. Habe ich bis jetzt noch in keiner Modifikation, die ich gespielt habe, gesehen. Mit dem Stone Puma. Aber hier gibt es dann noch ein Feuerkraut, den nehmen wir mal mit. So. Also. Goblinbeeren. Ganz versteckt hier unter diesem dichten Bewuchs. Wir wissen nicht, ob das hier Bodendecker ist. Könnte Bodendecker sein. Für die Gärtner unter uns. Und hier haben wir auch schon eine Barbe. Also immer, wenn in der Nähe irgendwelche wilden Bienen sind, die einen wirklich ausnocken können. Übrigens, ich habe auch noch keine Spitzhacke, deswegen kann ich hier noch nichts machen. Befinden sich auch Honigwaben, wenn hier Bienen in der Nähe sind. Das heißt, akribische Suche, da ist ja hinten wieder diese... Wie heißt die gleich nochmal? Gottesanbeterin. Ob ich die knacken kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen Kokosfleisch essen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr Stärke dazu. Ja, da kommt wieder so eine Vorgeschichte. Hier schmeckt saftig und frisch. Komm. Mamfi, Mamfi. Mit Schokoladenüberzug würde es doppelt so gut schmecken. Und deswegen gibt es Stärke. Also. Dieses Spiel, also diese Modifikation gefällt mir ganz gut. Ich fühle mich erfrischt. Und speichere ab. Und bin gespannt, ob ich irgendwie eine Chance auf dieses... Ja, wie nennt sich das Ding? Fang... Was für Zeug? Fangheuschrecke. Ja, es ist richtig. Nee, gegen die habe ich wohl keine Chance. Nee. Geht nicht. Gegen diese Fangheuschrecke hatte ich keine Michael-Chance. Oh! Da war ich doch noch ein bisschen zu nah dran. Sumpfenkrauten, Feuernessel... Okay, sie hat von mir abgelassen. Heiland Sacramento. Ich habe doch noch mehr Sumpfenkraut. Ja, das könnte ich zum Beispiel auch verkaufen, aber ich weiß nicht, wie viel Wert das hat, wenn ich bei Haifisch Joe bin. Ich glaube, das ist auch nur der einzige offizielle Händler. Der andere ist ja mehr so ein Alchemist. Ja, der mit dem tollen Stirn. Mit dem Tuch auf dem Kopf. Da ist ja noch einer, oder ist es die gleiche? Bin ich im Kreis gelaufen, oder was ist hier los? Oder ich muss die Insel wechseln oder einer der kleinen Inseln musste ich wechseln, damit ich dann auf mehr Mole Rats und Scavies treffe. Jetzt klart es sich wieder auf. Hier ist was. Oh, noch Lederbeutel. Ein Trank. Ja, das ist ganz gut. Knochen eines Skelettes. Aha. Gucken wir mal. Ein Lederbeutel. Oh! 50 und ich höre eine blutende Fliege. Nein, die blutet ja noch nicht, weil ich habe sie ja noch nicht angeschlagen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Da ist sie ja, da ist sie ja. So, machen wir deinem Namen alle Ehre. Ah, blutet sie schon ein bisschen. Na. Mal ein bisschen hier aus dem Buschwerk gehen. Wir wollen ja auch was sehen. Nichts zu holen. Ja, nichts zu holen. Aber wenn wir mal gucken hier, was haben wir denn hier noch? Oh, wir brauchen noch ein bisschen was. 240. 1240 Points brauchen wir noch. Stärke 33, Geschick 21. Gehen wir mal ein bisschen wieder weiter rein hier ins Landesinnere, ins Inselinnere. Ich sehe Feld. Nötterich, da hinten sind ja auch noch. Ja, wo sind denn die jetzt plötzlich hin? Uff, die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen, oder? Hä? Oder was? Oder wieder was? Oh, es sind so viele hier. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja, los. Okay, nehmen wir dich. Oh, der Nächste schreit schon rum. Genau. Gleich im Wechsel. Na, das gibt doch Fleischkeulen, die wir brauchen.
muss abpassen. Ja, ist gut. Ach, und da ist sie auch gleich die nächste. Und wilde Bienen. Oh, ich sollte mal hier rausgehen aus der Nähe, weil da wilde Bienen sind. Nicht, dass sie mich auch noch irgendwie den Big Bee Punch machen. Ja, wunderbar. Herrlichst. Hier kann man also sozusagen gleich drei Quests auf einmal lösen. Also im Voraus bringen. Nein, die wilden Bienen, die sind vor mir. Die wollen wir nicht. Hä? Da ist nichts zu holen. Ich dachte, ich hätte einen Scabby vergessen zu nehmen. Da ist nichts zu holen. Ja, und zwar der war das. Ergo, wir haben noch eine Fleischkeule zu zupfen aus dem Scabby. Aber hier waren noch ganz viele Scabbys irgendwo in der Nähe. Und wo ist dieser Feldknöterich, den ich eigentlich nehmen wollte? Und was ist das da für eine lustige... Noch mal. Ne, okay, hat's nicht. Was ist denn das hier für eine lustige Pflanze? Eine Seerose auf dem Stängel. Auch klasse. Wo kommt denn da jetzt wieder was her? Hier ist es nur am Brummen und Summen. Und am Kikeriki gackern. Ja, okay. So. Was ist denn? Und da hinten ist noch eine Honigbienenbarbe. So läuft das doch richtig gut. Oh, gleich wilde Bienen. Nein, ich will nicht die Bienen, ich will den Scabby. Okay. Ja, okay. Auch wenn du da hinten rumbrummst. Aber das ist eine gute Position. Dann kann ich dich gleich mal hier in die Enge... Das ist Ding wieder zu hoch. Und wieder gleich ein Bienenschwarm. Schön kompliziert das alles. Leute. Komm her. Ah. Yeah, 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 yeah. Oh. Nein. Die verfolgen mich auch noch, die Bienen hier. Okay. Da ist nichts ja, zu holen. Ja, wir wissen, es ist wieder mal nichts zu holen. Was ist hier? Sumpfkraut. Aha. Nochmal Sumpfkraut. Wo ist diese Bienenwabe? Ich darf mich hier nicht so arg entfernen. Kokosnüsse. Okay, lassen wir die erstmal rechts liegen. Sumpfkraut. War die hier? Oh, jetzt habe ich vergessen, wo die Bienenwabe ist. Da. Da ist eine Honigwabe. Honigwabe, okidoki. So, dann gucken wir doch mal gleich mal hier. Gehen wir noch mal ein bisschen hier mehr Kokosfleisch essen. Und ich habe hier ein Getränk, welches grün ist. Das ist bestimmt ein Elixier der Geschwindigkeit. Auch gut. Das teile ich mir aber ein. Ach ja, wie viele Bienenwaben habe ich jetzt? Jetzt habe ich vier, fehlt mir nur noch eine. Also, wir haben Fleischkeulen voll, Bienenwaben. Fehlt mir nur noch eine. Das heißt, ich muss noch gucken, wo hier noch eine irgendwo herumhängt. Vielleicht irgendwo hier. Bei den Kokosnüssen. Ansonsten muss ich dann weitersuchen. Das ist mal schön. Stärke für... Hat jemand mitgezählt? Schreibt mal in den Kommentaren, wie viel Kokosnussfleisch ich essen muss, damit ich wieder Stärkepunkt kriege. So, ich brauche irgendwas leuchtend Gelbes hier. Denn wenn ich die dann habe, dann kann ich erstmal hier wieder zurückgehen. Dann kann ich ja gleich zwei Quests erfüllen. Hier ist auch eine Höhle. Aber das ist jetzt nicht die Höhle mit... Ach ne, das ist nur ein Durchgang. Hier gibt es Lianen. Kann das sein, dass man hier an dieser Liane irgendwie hochklettern kann? Greif die Liane hoch. Hier ist was. Hier hängt was aus Holz. Oh, Alligator. Also irgendwie komme ich hier mit den Alligatoren nicht klar. Ja,
gerade her. Der nutzt mich. Scheiße. Der nutzt mich. Der nutzt mich. Ich habe auch keinen. Ja, siehst du, jetzt bräuchte ich die Trank der Geschwindigkeit. Was bin ich dull? Jetzt wollen wir mal ein bisschen im Kreis laufen. Vielleicht können wir ein bisschen verwirren. Da war ich zu langsam. Ach ja, sind wir wieder hier. Ach ja, hier die Kokosnüsschen aufsammeln. Jawohl, ich habe mal eine andere Richtung. Ach, was soll denn das? Ich habe mal eine andere Richtung gewählt, damit ich sozusagen erstmal wieder auf ein paar Scavies treffe. Die da hinten lustig vor sich hin picken. Und ein bisschen hier meine Lebensenergie auffrische. Sieht auch wieder sehr nach Dämmerung aus, liebe Leute. Weil es ist schon 19.27 Uhr. Und schon kommt wieder überraschenderweise was von hinten. Also, pass auf deinen Rücken auf. Jones. Lass mal weiter weggehen, sonst kommen mir nämlich auch noch die... Jetzt kommen mir auch noch nämlich die anderen Sachen hinten in den Rücken rein. Das wollen wir nicht. Ah, diese Blutfliegen. Wieso gibt es in diesem Spiel keine Fernkampfwaffe? So, nichts zu holen, aber eine Heilpflanze. Da ist nichts, ja, ist klar, zu holen. So, jetzt sollte ich mal wieder auch ein bisschen was futtern. Ich habe Fische. Hier, Brote und die Fische. Hm? Eine biblische Mahlzeit, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich möchte mal wissen, ob es Frauen bei mir unter den Zuschauern gibt. Wobei ich mich frage, das ist Wacholder, der ist gut was wert in meinem Inventar. Eine Goblinbeere. Geschicklichkeitsbonus. Tränke brauen. Ist das hier überhaupt möglich? Wir haben ja einen Alchemisten. Dann habe ich hier noch eine Drachenwurzel. 8 Stück. Da bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hingucke. Stärke 33. 8 Stück. Ja gut, okay. Dann könnte ich auf die 40 kommen. Auf die 41. Da will ich auch noch mal ein bisschen abwarten. Kokosnüsse. Ja, los. Oh, so war ich wieder zu früh. Jetzt, Sattle. So. Ich hätte 2 Hackanimationen. Eine langatmige und eine kurzatmige. Das war die langatmige, das war die kurzatmige. Und da gilt es bei Scavies immer darauf zu achten, dass man sie kriegt. Wir haben 9 Fleischstücke. Gefordert waren ja, glaube ich, nur 8. Wir haben nur noch 4. Also wir haben nur 4 Honigwaben. Es fehlt mir immer noch nicht eine. Zu holen. Honigwabende, wabende, wabe. Ist bestimmt irgendwo hier. Schade, habe ich eigentlich nicht. Ja, da. Okay. Ah, das war wieder die Kurzanimation. Langanimation. Jawohl. Siehst du, dann kann ich ja für mich auch noch ein bisschen was als Fleisch aufsparen. Ja, ist klar. Hier wird's interessanter irgendwie. Oh, und wie viele Kokosnüsse? Meine Fresse. Zieh doch mal deine Waffe, Jones. Ah. Der nächste schreit schon rum. Los, Gabby. Mach hin, ne? Dann will ich wieder ein bisschen was mampfen.
Nein, nicht die Laute. Ich will nur mampfen. Oh, Stärke plus 1. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist, finde ich, klasse. Aber das reicht mir noch nicht, was das... was die Heilung angeht. Mundstöckel, Schnepperkraut, Heilpflanze. Oh Gott, nachher brauche ich die alle. Heilkraut. Da hätte ich doch mal Feuernessel-Mana-Bonus. Feuerkraut auch nur Mana-Bonus. Na, vielleicht brauche ich auch noch irgendwie für einen Lebensenergie-Bonus Grundstöckel. Ja, los, komm. Oder auch, naja, das mache ich beim nächsten Mal, einen Trank nehmen. Ah, es ist leider dunkel, Leute. Ich würde ja ganz gerne heller machen. Aber. Komm. Ich suche ja noch die fünfte Wabe. Die fünfte Wabe suche ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, wo ist die fünfte Wabe denn? Ja, dann würde ich nämlich sofort... Ach, du bist das. Dann macht das nichts. Dann hau ich immer schön drauf zu. Denn wenn ein junger Scavenger so dusselig ist, dann kann er nichts dazu. Yep. Nichts zu ja, holen. Haben wir schon. So, wo ist die fünfte Wabinger? Da muss ich mich hier echt durchkämpfen. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich habe mich mal ein bisschen erfrischt. Noch Kokosnüsse geknackt. Einen Trank getrunken. Auch hier ein bisschen. Ja. Ja, jetzt. Wenn sie weiter hochklettert, die Blutfliege, dann kriege ich die eh nicht. Das ist halt eben so ein altes Gothic-Teil. Und nochmal um. Jawohl. Ja, toll. Ja, und dann haben wir da hinten noch einen Scavy, der laut auf sich aufmerksam macht. Los, Blutfliege. Oh, die hat ja eine Animation hier. Okay. Gibt nichts zu holen. Gibt nur was zu speichern, sicherheitshalber. Das geht jetzt bei dieser Modifikation, alles klar. Modifikation ja ziemlich schnell. Ah, nachher kann ich das Fleisch vom Scary braten. Jawoll, hau ihn auf den Dez. So läuft das. Oh, da stehen noch zwei. Aber ich will eine Wabe. Damit ich wenigstens... Oh, da hinten sind noch mehr. Und im Dunkeln sieht man nicht so viel. Da ist eine, rechts davon. Jawohl, merken. Sehr gut. Wunderbar. Da ist die Wabe. Dalli, Dalli, weg hier. Nein, wieso denn so viele? Wo kommen die auf einmal alle her? Wenn jetzt irgendwie mittendrin weggespawnt oder was ist hier los? Oh, Schildkrötenfleisch, auch lecker. Herrlich. Molorad Sound. Moment mal, was liegt da? Oder ist das Textur? Das ist bestimmt Textur. Kann ja sein, dass am Strand irgendwas rumliegt. Eine Fernwaffe oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel auch hier zum ersten Mal. Okay. Damit wir auf jeden Fall unsere Leute da drüben auf der Insel befrieden können. Mit Fleisch und Honig. Ah, da fällt mir ein leckeres Rezept ein. Ein richtig schönes, gebratenes, scharf angebratenes Fleisch mit einer
Honigkruste bestehend aus... Ja, Kräuterhonigkruste, das kann ich empfehlen. Ich überspringe das mal hier an der Stelle. Yep. Jedenfalls erstmal eine Runde knacken, damit wir hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Bis zum nächsten Morgen. Ach ja, ich weiß, der Schneips braucht ja auch noch Geld. Wie komme ich denn da bei dem jetzt rum? Jerome braucht ja, also nochmal ganz genau gucken, Tabak und Rum, Honig für Tucker. Tucker, der war auf der Nachbarinsel zu suchen. Achso, ist. Honig ist auf der Nachbarinsel zu suchen. Findest du, wenn ich genug Honig... auf dem großen Korsarenschiff befindet er sich. Ja, da versuche ich erstmal den Tabak und Rum an Jerome rumzubringen. Auch das werde ich an der Stelle mal kürzen. Nee. Schau mal, habe ich ein paar Schritte gemacht, steht auch schon Snipes hier. Nicht Snipes. Snipe, Entschuldigung, Snipe. Snipes ist ja ein anderer Charakter. Ja, gibt es irgendwie einen anderen Weg, da hinzukommen? Wahrscheinlich irgendwie rumschwimmen. Ich habe keinen Bock hier, die ganze Zeit jeden Tag an ihn hier 10 Gold zu abzuliefern. Geht nicht. Ich brauche selber meine Goldstücke. Also, gucken wir mal, wie wir hier rumkommen. Wir kommen hier rum, das ist klar, das weiß ich. Und zwar hier. Oh, da gibt es sogar eine Leiter runter. Aha. Ja, verstehe. Müssen wir ja... wen haben wir hier? Das ist Turner, nicht Tucker. Der dürfte ja Mendoza noch sein, ne? Nee, der ist da woanders. Ey, Kokosnuss. Hä, wieso ist hier niemand drin? Oh. Das verlockt, das verlockt. Und da ist ein Schwert, ne? Ein Dolch. Gucken wir gleich mal rein, wie viel der hat. Der ist, hat weniger Schlagkraft. Ach, du liebst ein bisschen. Nicht schön. So, die Buchkommode haben wir. Fahne mache ich nicht. Turner, sag was. Hey. Mach hier bloß keinen Mist, du Penner. Klar? Och, nö. Machen wir nicht. Da oben steht ja schon unser Jerome. So, Alan hat mir gesagt, dass diese Statue was mit Belia zu tun hat. Kann das jemand bestätigen? Hey, du. Nein. Ich habe das jetzt verwechselt mit, mit den anderen Sachen. Also, bin ich echt ein bisschen konfus drauf. Der Tucker braucht ja die... Nochmal gucken, ich bin so doof. Honig für Tucker, Fleisch für die Crew. Brad. Wo ist ein Brett jetzt? Brett braucht was. Das ist ja jetzt ein Brett. Wo ist ein Brett eigentlich? Den muss ich erstmal suchen, Leute. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass hier auch kein Brett dabei ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bist du Brett? Nee, du bist Humphrey. Du bist Brett. Ah. Brett klopft auf ein Brett. Hey, okay. Du. Hier hast du dein Fleisch. Sehr gut, Jones. Du hast mir sehr geholfen. Danke. Ist das alles? Von einem Danke kann ich mir nichts kaufen. Na schön. Da du mir aus der Patsche geholfen hast, wird ich mal nicht so sein. Hier hast du etwas Gold. Na, das ist auch schön. 30 Stück. Tja, ich bin mal wieder eine Stufe aufgestiegen. Und habe 30 Lernpunkte. Da kann man ja bestimmt viel lernen. So, auf dem großen Schiff soll dann der Herr... Auf dem großen Schiff. Der Herr Tucker sein. Ach, ja, liebe Leute. Man sollte mal ab und zu mal ins Inventar gucken und feststellen, dass man 115... Hey, du. ...Gold hat. Und bei Haifisch Joe sozusagen... Jerome... ein Stängelchen Sumpfkraut und einen Rum kaufen kann. Das ist doch klasse. Dann geht's auch gleich weiter zu Jerome. Hier, Irrungen und Wirrungen. Hier ist eine Höhle, wo ich noch nicht war. Gleich. Und es gibt Dunkelpilze. Es gibt Butlerfleisch.
Und es gibt, was gibt's noch? Oh, es gibt was Verstecktes. Liebe Leute. Da hinten ist ein Zettel. Ja, dann werde ich mich verabschieden für diese Folge. Schreibt einen Kommentar. Ich bedanke mich auch für eure Kommentare. Ich hoffe, die ihr zahlreich noch schreiben werdet für das Korsarennest. Gebt mir einen Daumen und ich sage herzlichst Tschüss.